Moin moin und willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute wieder eine Passage an. Diesmal befindet die sich aber nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland, genauer gesagt in Dortmund. Und wir machen uns natürlich auch direkt auf den Weg dorthin. Wir sind zwar schon in Dortmund, aber wie man sieht, noch nicht bei der Passage. Und auf dem Weg dorthin werden wir vielleicht auch noch das ein oder andere sehen, was wir in meinen Videos bzw. in meinem Livestream dazu noch nicht gesehen haben. Wir sind zwar schon, Ampel wird grün, kurz den Turbo zünden. Wir sind auf dieser Straße hier, also auf dieser jetzt, zwar schon entlang gefahren, aber in die andere Richtung. Und ja, dann hat man halt nochmal einen anderen Blick auf das Ganze. Hier kann man jetzt richtig schön dieses Werk von Sandbuilders sehen, diese Silos, wenn man das so bezeichnen kann. Und hier links ist sogar eine Straßenbahn am Start und kleine Wohnsiedlung natürlich auch. Und wir müssen jetzt hier auch nach links rüber. Oh, die Straßenbahn fährt sogar. Sehr schön. Oh, gerade kurz gedacht, die kommt mir hier in die Quere, aber war ja dann zum Glück doch nicht der Fall, weil die Schienen eine andere Richtung eingeschlagen hatten als ich. So, was ist jetzt hier? Fährt die durch? Naja, sie hält an. Alles klar, dann fahre ich durch, wenn du es nicht möchtest. Auch mehr oder weniger bei Rot, wo man sich darüber streiten könnte. So, ihr seht unten rechts, beziehungsweise im Navi, schon den Wegpunkt. Den werden wir jetzt aber nicht entlang fahren, weil das, wenn man es so will, die falsche Richtung ist. Die Passage beginnt nämlich genau... Wegpunkt löschen. Die beginnt nämlich genau hier. Hier könnte man zwar auch reinfahren, aber da ist... Ja, das wäre dann illegal, weil da ist ein Einfahrtverboten-Zeichen. Und wir wollen uns hier natürlich an die Gesetze in Dortmund halten. Deswegen machen wir das so rum. Also ihr müsst einfach hier reinfahren und unten rechts steht schon neue Passage entdeckt. Karte wurde aktualisiert. Hier nicht nach rechts fahren in die PKW-Spur, weil die Schranke wird nicht aufgehen. Ihr müsst dann hier einfach links rumfahren und das hier ist jetzt auch schon die Passage. Die ist nicht ganz so spektakulär wie die andere, die wir in den Alpen gesehen haben, im letzten Video dazu. Aber dennoch wollte ich euch das Ganze nicht vorenthalten und ist trotzdem meiner Meinung nach eine ganz nette Abwechslung, sowas hier. Und ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Da vorne haben wir jetzt wieder das Zementwerk oder was auch immer das genau ist. Und hier, also genau jetzt hier, das ist der Punkt, an dem ich vorhin meinen Wegpunkt gesetzt habe. Hier könnte man theoretisch auch reinfahren, wie vorhin schon erwähnt. Aber ihr seht, Einfahrt verboten. In meinem Livestream dazu bin ich da erstmal reingefahren, weil ich noch nicht genau gewusst habe, dass das überhaupt eine Passage ist. Und ja, so entdeckt man das dann eben. Das können wir uns vielleicht auch nochmal kurz anschauen, dass Zementwerk oder was auch immer es wie gesagt ist, ich weiß es nicht genau. Wenn es einer weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Und auch, ob es das tatsächlich in echt auch gibt. Also ziemlich sicher heißt die Firma ja nicht Sandbuilders in echt, aber ob es an dieser Stelle oder in der Region auch so ein Zementwerk wie auch immer gibt, das würde mich sehr interessieren. Und ich finde es auch wirklich sehr nice von euch, dass ihr, also die Leute, die aus den Regionen kommen, dass ihr dann immer wieder Kommentare unter die Videos schreibt und mir dann auch bestätigt, dass die Ortschaften oder die Örtlichkeiten besser gesagt auch in echt so aussehen. Das finde ich extrem nice von euch und möchte mich einfach dafür mal bedanken. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr so arg viel zu sehen hier. Das war jetzt ein etwas kürzeres Video und die Passage war jetzt auch nicht so extrem lang. Trotzdem denke ich, kann man das schon mal machen und ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne Like und Abo da. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.